hier wieder bei Biogartenreich. Es gibt richtig, richtig viele Neuigkeiten bei uns. Nicht nur dieses herrliche Wetter und eine Blütenexplosion. Ich stehe hier gerade unter meinem Lieblingsbaum und diese Blüten sind einfach der Hammer. Es gibt auch noch eine andere Neuigkeit und die schlummert hier gerade im Tragetuch. Da sind wir, ja. Der kleine Zwerg ist angekommen und wir freuen uns riesig. So ihr Lieben, was gibt es im April alles im Garten zu tun? Jede Menge. Und wir waren auch schon fleißig und wollen euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es jetzt in unserem Garten weitergeht. Wir haben das Mandala-Beet vollendet, haben die ersten Aussaaten gemacht und auch die Jungpflanzenanzucht sieht schön aus. Und natürlich der Blütenzauber hier ist einfach enorm. Das ist einfach der Hammer, was hier abgeht. Und natürlich jede Menge Insekten. Tja, bis vor kurzem waren unsere Jungpflanzen noch alle auf der Fensterbank. Aber vor allem die Tomaten, die brauchen jetzt wirklich dringend ein neues Töpfchen. Die müssen umgetopft werden. Und auch die Paprika haben wir umgetopft. Wen das Umtopfen von Tomaten und Paprika noch genauer interessiert, der kann auch gern mal hier oben nachschauen. Da verlinke ich euch die Videos, die ich vor 2 Jahren darüber schon mal gemacht hatte. Alles in allem bin ich mit unserer Voranzucht dieses Jahr ganz zufrieden. Dafür, dass wir noch kein Gewächshaus haben, ist das echt schon ganz gut gelungen. Und momentan jetzt habe ich noch Mitte April Zucchinis und andere Kürbisgewächse und auch Gurken ausgesät und die Sommerblumen, die kommen jetzt auch noch an die Reihe. Und ja, bisher seht ihr hier die herrlichen Physalis, Paprika, Tomaten, verschiedene Kräuter. Ja, und sieht ganz gut aus. Außerdem haben wir wieder Saatkartoffeln bestellt vom Biolandhof Jebel. Da gibt es eine Riesenauswahl auch an alten Sorten von Kartoffeln. Wir lieben ja vor allen Dingen die mehlig kochenden Kartoffeln. Hier übrigens habe ich Meerrettich, den will ich auch noch einpflanzen, und Topinambur. Und die Kartoffeln, da haben wir die Sorte Adretta, die Linda und noch eine rotfleischige Kartoffel. Weiter geht's in den Beeten. Der Spinat ist tatsächlich aufgegangen, richtig toll. Und ich hacke hier so ein bisschen die Beikräuter weg, damit der Spinat hier gut durchstarten kann. Und was ich euch noch zeigen wollte, hier sieht man ganz gut, wir haben ja einen sehr lehmigen Boden und da ist relativ wenig organisches Material drin. Und deswegen mulche ich so gerne und packe hier immer schön Mulch, Rasenschnitt, Grasschnitt, Heu und was ich sonst noch so finde, mit aufs Beet drauf, sobald die Pflanzen ein bisschen größer sind. Und man sieht, das macht sich hier schon bemerkbar. Schon im ersten Jahr sieht man den Unterschied, wo ich gemulcht hatte und wo nicht. Und dort, wo gemulcht wurde und wo organischer Dünger reinkommt, dort ist das Bodenleben einfach viel aktiver. Außerdem haben wir hier auf dieser freien Fläche Gras eingesät. Aber nicht nur irgendein Gras, sondern ich habe mich da im Internet mal so ein bisschen schlau gemacht und wir haben da regionales Saatgut bekommen, fand ich ganz klasse, von einer Firma, die bietet direkt für die Region bestimmtes Saatgut an. Und da sind nicht nur Gräser dabei, sondern auch Blumen. Also es sind, glaube ich, insgesamt ja so 30 bis 40 verschiedene Arten, die da drin sind in der Saatgutmischung. Und wir sind schon ganz gespannt, was da alles aufgehen mag. Also sind 70% Gräser enthalten und 30% Blumen. Ja, man sieht hier den Gundermann, der macht sich bei uns breit. Das ist echt, also schon ganz schön invasiv bei uns. Wir lassen natürlich an einigen Stellen den Gundermann auch stehen, weil das ist doch eine herrliche Bienenweide im Frühling. Wenn der dann so schön blüht, dann summt und brummt alles da rundherum. Aber der ist schon ganz schön invasiv und ich musste da ganz schön raussammeln, damit unsere Wiese dann nicht später wieder vom Gundermann zugewuchert wird. Ja, wir haben also hier alles eingesät und später auch noch eingerecht und zum Schluss haben wir alles angedrückt
und noch angegossen und hoffen jetzt, dass alles gut keimt und wir dann hier eine schöne Fettwiese haben mit so ein paar Blümchen. Magerwiese habe ich jetzt hier nicht angesät, weil der Boden einfach wirklich zu nahrhaft ist. Hier stand ja dieser riesige Komposthaufen von unseren Vorgängern. Und gepflanzt haben wir hier natürlich auch verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel den Flieder. Hier seht ihr einen Haselstrauch. Dann haben wir noch eine Felsenbirne gepflanzt. Die seht ihr hier. Und natürlich unsere schwarze Maulbeere. Die geht jetzt auch langsam auf, die hat sich auch schon prächtig entwickelt. Und eine Kornelkirsche. Weiter geht's mit der Beetvorbereitung. Die Beete habe ich alle ganz oberflächlich nur durchgegrubbert und habe alle Beikräuter und vor allen Dingen das Gras rausgesammelt. Ja, und dann kam natürlich unser toller Dünger drauf, und zwar unser Hühnerkompost. Tja, und nach der Beetvorbereitung folgt natürlich jetzt die Aussaat. Hier habe ich die Möhre ausgesät und die rote Beete. Ich habe hier in Mischkultur Zwiebeln, Möhren, rote Beete, dicke Bohnen und Salat gesät. Ja, ihr Lieben, so viel Löwenzahn haben wir gar nicht mehr auf der Wiese, aber immerhin so ein paar Blüten, und den werden wir noch pflücken und werden daraus in diesem Jahr wieder Löwenzahnhonig machen. Wem das interessiert, also es ist eigentlich kein Honig, es ist eigentlich ein Sirup, es ist nur umgangssprachlich, wird es einfach Löwenzahnhonig genannt, weil es eine ähnliche Konsistenz hat und ähnlich aussieht wie Honig. Wen das interessiert, wie man Löwenzahn-Sirup zubereitet, der kann gern mal hier oben schauen. Hier verlinke ich euch das Video, denn das habe ich euch im letzten Jahr schon mal gezeigt. Und noch ein kurzes Update zu unserem Weidezaun. Das wurde ja gewünscht. Wir haben euch ja in einem der letzten Videos gezeigt, wie wir unseren Weidezaun vor einem Jahr gepflanzt haben. Und er treibt auch in diesem Jahr wieder richtig schön aus. Und im Sommer werde ich euch den Weidezaun dann nochmal zeigen, wie er dann in seiner vollen Pracht aussieht. So ihr Lieben, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und ich zeige euch jetzt noch so ein paar Gartenimpressionen und sehe euch im nächsten Video. Bis dann! Thank you.